So, meine Wolfpack Gamer Army, es geht gleich weiter. Mein Name ist Wolfpack, wenn man von live, ich will ja nicht lange drum rumquatschen mit dem dritten Video hier im Showcase Mode des WWE 2K22 Spiels. Also würde ich sagen, lasst uns loslegen. Eddie Guerrero. So tonight we celebrate the life of Eddie Guerrero. The toughest thing about this day was what we were all living, what we were going through. It was hard for us to accept that Eddie was no longer with us. Everyone was hurting. I asked myself, what would Eddie have done? And Eddie was all about the business. Whatever happened, show must go on. I did expect to wrestle Shawn one day, just not under those terms. One of the greatest legends in WWE history, he has a lot of respect for this business and for the superstars that are up and coming. By Shawn Michaels asking me if I had the energy and the courage to have a match against him that night, he didn't have to choose me, but he did, because he knew that Eddie would have loved it. That speaks of the type of human being that he is. Losing Eddie was one of the most painful experiences in both my personal and professional life. The WWE Universe came together to pay tribute to one of the most respected and beloved superstars of all time. This was a difficult night for all of the obvious reasons, but we wanted to put on a show that Eddie would be proud of. I found myself in a rare one-on-one match with another living legend, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Of course, I wanted to win for myself, for my fans, and for Eddie. And while Shawn was also grieving, I knew that he would still give me everything he had, just as Eddie would have wanted. Ja, meine Lieben, da muss ich doch mal kurz Pause machen. Was soll ich sagen? Da muss ich mir ja schon wieder echt die Träne aus dem Auge wischen, wa? Kann ich euch ja mal kurz die Story erzählen. Wie gesagt, ich bin ja nun vom älteren Semester, ja, hatte zum damaligen Zeitpunkt, wurde mit Eddie Guerrero gewesen. Meine Mom war übrigens schon ein Eddie-Fan gewesen. Die hat natürlich mitbekommen, dass ich immer Wrestling schaue, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Komme nach Hause von der Lehre, auch mein Bruder habe ich damit infiziert gehabt, ja, und ja, wollte dann eben über eine gewisse Plattform, die heute auf Deutsch oder im Deutschen heißt es Himmel, im Englischen, ne, heißt es Sky, früher, ja, nun ein bisschen anders hieß, ja, und wollte einfach nur Wrestling gucken, setze mich dahin, schalte es an mit meinem Bruder zusammen und sehe dann das, was wir gerade gesehen haben, ja, diesen Auftritt von Vince McMahon, der dann eben, ja, die Ansprache hält, dass Eddie Guerrero verstorben ist. Werde ich nie vergessen, wie schlimm das gewesen ist. Hier gab es meiner Mom erzählt, ja, auch die musste ein Tränchen verdrücken, ja. Und vor allen Dingen, wenn man natürlich auch weiß, wie Eddie verstorben ist, ja. Und hier bei Shawn Michaels oder zwischen, oder in diesem Match zwischen Michaels und Rey Mysterio, das war ja 42 Minuten gegen meiner Meinung nach, ne, sahen wir ja hier wirklich auch Aktion, wow. Also war, glaube ich, auch das längste Raw-Match in der Geschichte überhaupt und ich glaube auch das einzige Aufeinandertreffen von den beiden. Ja, und wie Eddie eben verstorben ist, ne, ist ja dann auch schon krass gewesen. Ja. Beim Zähneputzen hat er einen Herzinfarkt bekommen, ist in die Badewanne gefallen und ist verstorben. Alle zurückzuführen auf seinen jahrelangen Steroidmissbrauch, ja. Ja, wow, das ist er dann, wie gesagt, im Nachhinein rausgekommen. Ne? Mann, Mann, Mann. Okay, mein Lieben, wollte ich nur mal noch kurz so einwerfen, die Gedanken, die mir da gerade wieder in den Kopf geschossen sind. Ja, lasst uns ja weitermachen hier mit dem Showcase-Mode. So, was müssen wir denn jetzt wieder machen? Okay. Guter Schlagabtausch. Na, gucken wir mal. Hat gerade begonnen, HBK ist noch volle Energie. Raube, sie ihn mit harten Angriffen im Ring. Okay, machen wir. Oh. Also nicht. Weiterer leichter Griff von vorn gegen Shawn im Ring sollte ihn ausbremsen. Mhm. Oh, okay.
Nutze den Moment, wenn du einen Sprungangriff vom Apron landest, während HBK im Ring steht. Vom Apron? Okay. Geh mal rüber. Oh, macht er nicht. Nee, nee, geh mal raus. Dann mitten in hier raus. Na los. Nein! Das war schon mal nicht. Schöne Aktion. Einfach nur rausgehen. Geh mal raus. Genau. So. Gucken wir. Komm her. Shawnee Boy. Keine, du darfst ihm keine Atempause gönnen. Cover ihn für den Pin. Was? Jetzt schon? Na sag mal. Wieso geht der denn immer durch? Ray. Komm hoch. Oh, was ist denn nun? Bin ich schon so angeschlagen? Ah, gut ausgewandert. Na komm. Oh, das war nicht gut. Ah, geh mal über den Apron. Warum geht dann? Ah, jetzt. Oh, nee, das war doch nicht. Nee, wir gehen mal hier raus. Warum geht der immer durch? Nee, er geht immer durch. Der Gipser ja nicht. Warum? Nee, nee, jetzt nochmal. Komm. Shawnee, lass mich. Was soll das? Oh, schöner Konter. Vom Heartbreak Kid. The Showstopper. So. Er geht wieder durch. Ah, jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Also, das ist ja manchmal ein wenig nervig. Aktion vom Apron. Wo steht denn hier was vom Apron? Vom Apron. Nee, das sind ja Kombos. Moves, hier. Nee, das sind ja nur die Signature Moves. Okay. Na ja, das ist ja ein bisschen komisch. Showcase zieht. Ach so, hier. Okay, wenn der Gegner im Ring steht und du auf dem Apron bist, halte LB und drücke dann B. Halten LB. Okay, alles klar. Ich hoffe. Oh, ich hab's verstanden. Jawohl! Juhu! Keine Atempause lassen. Oh, der ging nicht durch. Der ging auch nicht durch. Jawohl! Schön! Und? Wieder den Double Foot Stomp. Kann ich mich ehrlich gesagt ja nicht dran erinnern, wa? An den Fischer, ja, und das kenne ich was. Was, du darfst Edge Covering für den Pin? Was? Versucht in den Kampf zurückzukommen, aber den kannst du mit einem leichten Combo im Ring. Okay. Komm hoch. Komm mal, komm mal, komm mal. Eine leichte Combo. Nein. Komm mal nochmal hoch. Shawnee Boy. Heartbreak Kid, Baby. Komm hoch. Ja. Funktioniert diese ganz. Komm hoch. Komm hoch. Jawohl, steh auf. Oh. Ja, das war auch noch nicht. Ja, manchmal ja nicht so leicht hier. Komm hoch. Es kontert da wieder aus. Sean. Lass das bitte, ja. Oh, schöner Konter. Sunset Flip. Oh, der wäre dann nicht mehr rausgekommen, oder? Wieder nicht, doch, aber ist falsch. Leichten Combo im Ring ein schnelles Ende setzen.
Na, aber das ist doch keine Combo. Oder was? Combo sind doch Schläge, Tritte und so weiter. Komm, nochmal hoch. Genau. Und wieder nicht, doch. Also manchmal ist es aber auch ein bisschen verzwickt, mein Lieben, oder? Kriegt ihr selber mit. Also gucken wir mal. So, Combo. Eine Combo. Entweder schlägt mich zu doof an, oder? Flying Majorana? Was ist denn ein Majorana? Was ist Majorana? Dreimal X und B. Das machen wir jetzt mal, komm. Also irgendwie... Manchmal ist komisch, mein Freund. Komm. Eins, zwei, drei, zack. Nö, das war nicht. Aber dem kannst du mit einer leichten Combo im Ring. Na, war das jetzt zu krass oder wie soll ich das verstehen? Na, dann komm mal hoch. Nein, nicht kann man. Nein, wieder ausgekontert. Ich aber auch. Ach Mensch, also mit den Kombos hab ich's, ja. Das ist jetzt nicht wirklich meins. Naja, komm hoch, Baby. Komm, Heartbreaker. Eins, zwei, drei. Ah, wieder ausgekontert. Gibt's doch nicht. Oh, oh. Oh oh, 10 Schläge oder auch nicht. Oh, wir bearbeiten ihn mal kurz. Schöner Dropkick. So, nochmal hoch. Das habe ich doch vorhin schon gemacht. Naja, jetzt nur nicht locker lassen. Schicke schon mit einer Irish Whip in die Seile. Na, das machen wir doch gleich. Komm mal hoch. Jawohl. Nochmal hoch. Shawny Boy. Mach Lack. Was soll denn das? Auch wie Shawn das verkauft, oder? Richtig geil. Buying on that 619 fake out and just thinking to myself, let's go. And just launching myself out to the floor. Wenn du Shawn in die Ecke befördern kannst, solltest du mit einem Eckangriff von vorne im Lauf nachsetzen, um ihn, was, die Luft zu rauben. Ja. Oh nee, will ich nicht. Nein. Genau, erstmal eine Runde jubeln hier. So, kommen Sie mal her, junger Mann. So. Ja, war klar, dass er kontert. Oh, schöner Power Slam. Oh, der geht nicht durch. Das ist schlecht. Ein Chop. In guter alter Ric Flair Manier. Hoppala. Oh, hat aber schnell ausgekontert. Aua. Blendet. Schon. Komm hoch. Nein! Nein, Switch Music! Bitte nicht! Ja! Oh, genau richtig! Puh! Glück gehabt! Komm hoch! Oh, jetzt habe ich die noch in der Ecke gehabt, Mensch, was mache ich denn? Vorarm! Aua! Ah! Hoppala. Ja, komm, wollen wir mal einen Dive nach draußen zeigen? Mal gucken, was bei ihnen macht. Jawohl. Boah, schöne Aktion. Nice. Na, dann kommen sie mal rein hier, Mr. Shawn Michaels. In die Ecke. Von vorn im Lauf nachsetzen. Oh,
schöne Aktion. Komm. Gehen Sie mal rein, junger Mann. Genau. Na komm. Was los? Shawnee Boy. Was geht? Komm mal her. Ey, sag mal. Das konntest du hier schon wieder. Ich aber auch. Kick mal. Nein, du solltest in die Ecke, Mensch. Schon, komm rein. Na gut, das ist so ein klassisches Ding wahrscheinlich hier, wa? Ja, obwohl, das hat er auch ab und zu gemacht, der Lorraine. Na sorry, dass das schon wieder so lange dauert hier. Nein, och Mensch. Ja, manchmal ist das aber auch verzwickt, ne? Mensch, du sollst in der Ringecke, mein Freund. Komm mal her. Ich weiß, wie du das machst. Komm mal her. Komm mal her. Wir haben das schon gelernt, oder? Komm mit. So, komm mal hier rein. So. Jetzt kommt das denn wieder aus. Ey, das gibt's doch nicht. Sean? Was soll denn das? Komm mal her. Komm hoch. Lass aber. Okay, jetzt hat er ihn nicht genommen. Oh nein. Oh, okay. So, jetzt kommt er da wieder aus. Das gibt's doch nicht. Ich muss ihn, glaube ich, noch ordentlich bearbeiten hier. Ordentlich bearbeiten. Ah, okay, was war das? So, jetzt hat's funktioniert. So, komm hoch. Schon, hoch, hoch. Genau, du stehst genau richtig. So. Ey, er kommt das alles aus. Das gibt's doch gar nicht. Warum kommt das so alles aus, mein Freund? Was soll das? Schöne Aktion. Okay. Eckangriff. Im Lauf nachsetzen. Komm mal her. So. Ah, jawohl. Führe zwei Grab-Kombos gegen Sean im Ring aus. Damit wird er nicht rechnen. Okay. Na dann los. Kommen Sie mal hoch. Mr. Shawn Michaels. Heartbreak Kid. Okay, jetzt sind wir wieder bei den Kombos. Nein! Aua! Zwei schwere Kombos, okay. Nein! Shawnee Boy! Wieder ausgekontert. Mann! Ich bin der Konterman hier, du. Hä? Was macht er denn da? So, komm hoch. Versuchen wir mal eine schwere Kombo. So, okay, das war Nummer 1. Das geht also als schwere Kombo. Komm hoch. Aha. Leichte Kombo haben wir auch. Ich glaube, wir dürfen nicht die gleiche machen, oder was? Oh, oh. Mann, er konnte aber echt gut, ey. Unfassbar. Komm her. Dass er doch alle durchgeht. Oh, gerade davon gesprochen. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Olle Shawnee, ey. Was ist los? Ey, das ist ja hier ein Konterfestival. Boah, das war ja unnice. Diese ganzen Konter gerade. Komm hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch, Baby, hoch.
Aha, du kannst doch die gleiche machen, okay. Na dann komm. Nochmal hoch. Ja, tut mir leid, dass die mit den Kombos auch immer so lange dauert. Ja, jawollo. Na komm, jetzt machen wir mal unseren Signature Move, habe ich gerade gesehen. Hoch. Schwere Laufangriffe. Nein, ausgekontert. Oh nein. Aua. Sean, hör auf jetzt. Ich will kontern. So was hier. Jawohl. Okay, das war's. Upsala. Oh oh. Jetzt bin ich benommen. Warum? Oh, schöner Backbreaker. Oh, 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 das war schon knapp. Das war richtig knapp. Mein lieber Mann. Ist aber. Jetzt trifft er ja nicht mehr. Gibt's doch nicht. So, Nummer 1. Komm. Wir machen mal nochmal hin. Nummer 2. Baby. So, kommen wir mal hoch, Mr. Shawn Michaels. Nee, okay, die zählt nicht als Laufangriff. Ach, das war wieder ein Konter von ihm. Okay. Das sieht man manchmal gar nicht, oder? Dass das ein Konter war. Zwei schwere Laufangriffe gegen Shawn im Ring könnten seiner Shawn Laufangriffe. Na, laufen ist das nicht, wenn ich so mache? Oh. Nee, anscheinend nicht. Hm, also manchmal ist das aber auch drücke im Lauf A für ein Also manchmal, ey. Im Lauf A. Naja. Habe ich doch gemacht. Naja, egal. Komm. Na, dann machen wir das. Wir drücken mal A. Nein! Oh. Ah, ich muss natürlich nur treffen, ne? Sonst wird das nix. Aha. Oh, Bronco Buster. Juhu! Geil! Ein klassischer Conan-Manier. Komm hoch. Naja. Und nochmal hoch. Das ist aber sehr, sehr schleppend hier, du. Nein! Zu kurz! Jetzt! Jawohl! Shawn ist angeschlagen. Schick ihn mit einer Irish Whip in die Seile. Du schaffst das, okay? Na los. Komm hoch. Hoch. Hoch, hoch, Shawn. Du bist einer der Besten. Wenn nicht sogar der Beste gewesen. Aber... Jetzt hebt erstmal. Wow! Das war's! Okay, Ray und Shawn freischalten und Money Night Raw, die ganz alte. Ja, mal wieder ordentlich was zu tun und es ist schon wirklich bewegend, ne, mit dieser ganzen Eddie-Geschichte. Aber wenn es euch trotzdem hier gefallen hat, liked natürlich gerne, lasst gerne ein Abo da. Natürlich, das wäre ganz, ganz toll, das wäre richtig gut, super. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus, wir hören uns im nächsten Part. Also haut da rein, meine Wolfpack Gamer Army.